Hallo zusammen, hier mal wieder eine neue Folge der Aussätzigen Zauberer und zwar heute mit dem Alexander. Und dem Frederik. Jo, wir wünschen euch erstmal einen schönen guten Morgen, Abend oder Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Und ja, zuerst nochmal ein Hinweis zu unserer Begeisterung bei dem Pine Note bei diesem Tablet mit elektronischem Tintendisplay E-Ink. Genau, ja. Da haben wir nochmal nachgerechnet. Genau, ich habe mir das nochmal angeguckt. Das Blöde ist, dass da nicht so viel technische Informationen auf der Webseite ist. Aber sie haben unter anderem 10,3 Inch 3 zu 4 Panel und Auflösung 1400 mal 1800 Bildpunkte. So ganz grob. Ich habe dann nochmal dieses die Diagonale nachgerechnet bei 3 zu 4 Panel. Das entspricht ungefähr einem DIN A5. Und nicht, wie ich angenommen habe, ein DIN A4 Blatt. Also nur die Hälfte. Okay. So viel zur vollständigen Darstellung, nicht, dass ihr euch dann Genau. wundert. Nicht, dass ihr jetzt bestellt habt, ihr könntet noch Genau. stornieren. Wobei es gibt es ja eh noch nicht, ist ja Ja, noch genau, nicht. bestellen geht ja eh noch nicht. Also von daher Genau, also von bin daher ich noch muss safe. man gucken, ja, A4 wäre schöner, A5 ist ja. Ja, ist so die übliche Größe, ne? Das Ja. Thema ist halt natürlich trotzdem noch für mich zumindest interessant, weil vollständiges Linux draufläuft und ja, alles Open Source halt auch ist, ne? Aber gut, warten wir mal ab. Mal Genau. gucken. Okay, dann wechseln wir mal rüber zum Datenschutz. Da haben wir heute ein spannendes Thema, modernste Technik. Ja, Und genau. zwar habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass die Technik ja schon doch älter ist, als ich dachte. Und zwar 1843 gab es den ersten Kopiertelegraphen. Und ja. Daraus wurde dann das Thema Fernkopie oder Telefaksimile oder Telefax oder Fax. Ich glaube, Fax ist das, was man eventuell noch kennt. Und das ist das, ja, das Flaggschiff der Digitalverweigerer, oder? Naja, also das So, Thema kommt manchmal. immer wieder mal hoch. Jetzt vor kurzem der hessische Datenschutzbeauftragte, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass es definitiv nicht dem Stand der Technik entspricht und nicht mehr eingesetzt werden soll, weil total unverschlüsselt. Also er vergleicht das in seinem Papier halt mit einer Postkarte, ja, womit er vollkommen recht hat. Ja, ich würde auf der einen Seite noch mal ganz gerne so ein bisschen auf warum ist denn das eigentlich ein Problem? Also warum kümmert sich der Datenschutzbeauftragte Hessens und auch viele anderer Länder und auch des Bundes sich da um dieses Thema Fax? Das ist jetzt, glaube ich, gerade in dieser Pandemiezeit wieder ja zum Vorschein gekommen, weil unter anderem neben Gerichten und anderen wichtigen Einrichtungen des öffentlichen Bereiches, vor allem eben auch in Gesundheitsämtern, beim RKI, bei Ärzten, in Krankenhäusern, ich glaube auch bei Apotheken, so modern sie vielleicht sein mögen, halt doch immer wieder ja, Faxmaschinen auftauchen, also Fernkopierer. Und wir reden dann eben nicht nur, wenn da Daten übertragen werden, oftmals eben nicht nur von nur personenbezogenen Daten, sondern vor allem ja, besonders schützenswerten personenbezogenen Daten, ne, wenn es um Gesundheit geht. Und das ist natürlich schon irgendwie unmöglich, wenn man überlegt, wie so ein Fax funktioniert, ne, was das eigentlich ist. Und da würde ich auch gern, ja, noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal an, aber jetzt nicht bei 1843. Nee. Also ich denke so von der Einordnung her, ne, das, also denke ich schon wichtig, so wann sind die Telefaxe oder diese Faxe, diese Fernkopierer, wie man sie ja auch genannt hat oder nennt, wann sind die eigentlich so in Deutschland aufgekommen? Also offiziell wurden die von der damaligen Deutschen Bundespost 1979 eingeführt. Ja. Und
der große, oder wo kamen diese diese Telefaxe eigentlich her? Nämlich genau, ich habe schon gesagt, Fernschreiber war so das verbreitete Medium, was man so im öffentlichen Bereich, also bei Gerichten, auch Gesundheitswesen, überall da, wo es drauf ankam, besonders sicher Texte zu übermitteln, die kam vor allem über dieses sogenannte Fernschreiber oder Fernschreibnetz. Und die waren halt ziemlich teuer und eine veraltete Technik, da konnte man halt nur schreiben. Also das war nur Text, der da übermittelt werden konnte. Und war halt teuer. Ne? Und diese Fernkopierer, die hatten halt den Vorteil, die waren halt einfacher von der Technologie relativ weit verbreitet. Also die gab es ja schon ein paar Jährchen. Vor allem im asiatischen Raum, Amerika. Und waren halt super billig und vor allem das Netz war ziemlich günstig. Es konnte nämlich über das ganz normale Telefonnetz übermittelt werden. Ne? Die Fernschreiber laufen über ein ganz normales Telefonnetz. Das war der ganz große Unterschied. Die Fernkopierer, die Fernschreiber haben ein eigenes Netz gehabt. Ne? Das Telex-Netz der Telekom. Und das war natürlich ein Riesenvorteil. Deswegen haben die sich relativ gut durchgesetzt auch. Ne? Ja, damit gab es ja eigentlich dann erst die Verbreitung. Das heißt, jeder konnte so ein Gerät anschließen, ohne einen speziellen Datenanschluss, also einen Telex-Anschluss zu haben. Ja. Und genau. Dann ging das plötzlich los und nebenbei waren das ja auch Kopiergeräte. Das heißt, man hat die auch lokal verwendet und hat dann die ersten Multifunktionsgeräte dadurch im Einsatz gehabt. Und wie gesagt, der Durchbruch war, jeder konnte es am Telefonnetz betreiben. Und die Geräte haben sich unterhalten. Kennt vermutlich jeder diese Piepstöne, die Faxgeräte absenden, wenn man so einen Multi-Anschluss mal angerufen hat, so ähnlich wie ein Modem. Und die haben sich dann quasi darüber unterhalten, wie schnell wollen wir die Bilddaten übertragen und haben dann sozusagen Text als Bild mehr oder weniger übertragen, schwarz-weiß. Und zu dem Zeitpunkt, das war auch, du hast ja gerade genannt, 1979, aber auch quasi in den 80er Jahren, war eben das Telefonnetz in den meisten Ländern weltweit noch in staatlicher Hand. Das heißt, da war auch dieses Netz als, ja, zumindest für eine gewisse Sicherheit, eingestuft, würde ich mal sagen, weil außer den Telefonnetzbetreibern kam man nicht so leicht an eine Verbindung ran. Und erst mit der Öffnung der Telekommunikationsdienste, dann auch in Europa und mit dem Privatisierung der Deutschen Bundespost, damit gab es dann quasi zusätzliche Netzbetreiber, die sich genau als weitere, Provider oder Carrier heißt es im Telekommunikationsgeschäft, dann mit diesen Netzen verbunden haben. Und dann war es eben aus mit dem Thema, du weißt eigentlich, wer kommt wo an die Leitungen ran oder an die Daten, die auf den Leitungen laufen im Telefonnetz. Und das ist sozusagen eins der ersten Probleme gewesen für dieses Fax. Und eigentlich ist dieser Status, das Fax ist nicht mehr als eine Postkarte, der gilt dann schon seit damals, also schon seit über 30 Jahren, ist das eigentlich unsicher? Also ich denke so von der Historie her ist es schon sehr interessant, ne? Wenn man guckt, so ein Telex, ne? So ein Fernschreiber, wo man ja keine Bilder übertragen konnte, sondern da wurde wirklich nur Text geschrieben, war auch keine Groß-Kleinschreibung oder so, es war alles eine Größe, konnte nicht so viel, es war ein 5-Bit-Code, der da verwendet wurde, hat 32 Zeichen gekonnt. Das hatte vom Ursprung her vollkommen eigenständiges Netz. Das hatte auch bei der Deutschen Telekom, also selbst in diesem hoheitsrechtlichen Umfeld, ein eigenes Netz. Hat mit Telefonie überhaupt nichts zu tun gehabt. Konnte auch nicht, ich sage jetzt mal, von jedem irgendwie beackert werden. Also im Sinne von jetzt Support oder Betrieb. Ja, das war vollkommen getrennt voneinander. Das war das eine. Und das andere,
die Dinge hatten, also jedes Gerät, was in diesem Fernschreibnetz zur Verfügung stand, hatte so einen Kasten und in dem Kasten, der war verplombt, der Kasten, also den konnte man zwar aufmachen, logischerweise war die Plombe dann verletzt, aber man hat sich dann halt wirklich strafbar gemacht, aber in diesem Kasten war dann auch eine Kennung eingeprägt, also elektrisch, ja, abgelegt, die nicht veränderbar war, die konnte der normale Teilnehmer nicht ändern. In dieser Kennung war die Rufnummer, der Name von der Firma, die so einen Fernschreiber dann eben gehabt hat, oder Privatperson, gab es ja eher selten, und eine Landeskennung. Und in diesem Fernschreiben, das ist ja wie Schreibmaschinen, nur du schreibst halt auf einer Schreibmaschine, die hunderte oder tausende Kilometer weit weg steht, konntest du, oder das war die normale Prozedere, ganz am Anfang, wenn du so eine Verbindung aufgebaut hast, wurde als allererstes der Code gesendet, wer da? Fragezeichen, ja. Und wer da lieferte dann aus dieser Box die Kennung zurück. Also man wusste, mit wem man da verbunden war und man hat das auch abgedruckt bekommen, ne? Also das konnte man dann aufheben und das war gerichtsfest. Ja, das war wie ein Einschreiben. So wurde das auch gerichtlich gewertet. So, und jetzt kommt dieser Fernkopierer daher. Ne? Man sagte, ja, Fernschreiben ist zu alt und zu wenig. Man kann keine Grafik übertragen und so. Und dann noch ein eigenes Netz, viel zu teuer. Wir machen das alles über das Telefonnetz. Und dann ging das Elend los. Ne? Kein eigenes Netz mehr. Wir haben das ganz normale Telefonnetz. Und das mit der Kennung, das war so ein richtiges Problem. Ne? Diese Faxe hatten keine wirklich fest eingebaute Kennung. Die Kennung wurde vom Hersteller eingebracht, konnte aber jederzeit von jedem, der so ein bisschen technisches Geschick hatte, geändert werden. Und dementsprechend konntest du eigentlich schon damals nicht wirklich 100% sicher sein, mit wem hast du da jetzt gerade deine Briefe ausgetauscht. Ja? Also wurde ja sehr viel dafür eingesetzt, ne? Dass du dann im Prinzip einen Brief verfasst hast und den hast du dann auf den Fernkopierer gelegt und auf der anderen Seite ist er dann ausgedruckt worden. Und das ging da schon los, dass praktisch so die Sicherheit, die man so da rein interpretierte, eigentlich schon gar nicht mehr wirklich so da war. Ne? Hat natürlich kaum einer so richtig nachvollzogen. Ne? Also das war damals keine große Diskussion eigentlich. Ja, es war erstens mal das Wissen. Die meisten, die das benutzt haben, denen war nicht bewusst, dass es vorher ein eigenes Netz gab. Mhm. Die meisten waren auch, ja, wie auch heute im Schnitt, keine Techniker. Das heißt, der Techniker, der dir das Gerät installiert hat, hat dir die Kennung da reingebaut. Und für alle war das quasi magisch, dass dann sozusagen angezeigt wird, von welcher Telefonnummer kommt das Fax, dass diese Daten aber nicht verlässlich waren, sondern wirklich nur das Gerät quasi, das, was in der lokalen Einstellung vorhanden war, geschickt hat, das war gar nicht so bewusst. Und das wird halt quasi mit jedem technologischen Schritt immer schlimmer, sage ich mal, oder immer schwieriger, weil da gab es dann vielleicht noch Telefonleitungen, da wo man sagt, okay, konnte auch nicht jeder da mitlesen, diese Protokolle sozusagen da abzuhören. Da war schon viel Aufwand und Technik nötig. Der Aufwand, der ist halt mit jedem Jahr, mit jedem technologischen Fortschritt, ist der niedriger geworden. Das heißt, das, was sagen wir mal, vor 10 Jahren Spezialisten für 100.000 Euro gebraucht haben, kriegst du halt heute für unter 1.000, also nicht für 100.000, sondern für unter 1.000 Euro irgendwo her. Das ist eine ganz normale Entwicklung und dort war es eben auch so, Telefonleitungen. Dann gab es zwischenzeitlich so ein Intermezzo mit dem ISDN, mit dem digitalen Telefonnetz. Da gab es ein eigenes Protokoll dafür, aber auch keine eingebaute Sicherheitsfunktion, die das irgendwo geschützt hätte. Und danach ging es halt weiter übers Internet und im Prinzip, ja, selbe wie bei E-Mail, du hast an einem Faxgerät eigentlich keinen Unterschied, aber der Glaube an das Fax, der ist, glaube ich, genauso hoch wie der Glaube an die Fingerabdrücke seit Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes, oder? Also ist so ähnlich. Ja. Genau. Also ich finde, was das Magische angeht, ne, dass Leute einfach, wenn sie ein Stück Papier in der Hand halten, ne, das ist ja im Prinzip genau
dieser Trugschluss. Ne? So, beim Fernschreiber war das tatsächlich so, das war Papier, das war gedruckt, das war dann auch signiert, ja, also da gab es dann halt eine Signatur, die Kennung, die da ausgetauscht wurde. Das war, wurde abgeheftet, das konntest du genauso, das war wie ein persönlich abgegebenes, persönlich abgegebenen Brief bzw. Einschreiben. Ne? So wurde das gerichtlich auch gewertet. Das konnte man in der Hand halten. Ne? So, jetzt kommt dieses Fax daher, das ist ein Fernkopierer, der macht das halt ein bisschen schicker, ein bisschen toller. Wurde ja auch immer weiterentwickelt. Da konntest du dann halt einen Brief mit sogar mit Grafik, war ja super, ne? Da konntest du ganze Artikel mit Bildern hin und her schicken. Und man hatte auch wieder Papier in der Hand. Ne? Und glaubte dann irgendwie so, ja, das ist halt, das hat's was. Ne? Da kannst du zwei Löcher reinmachen am Rand und dann kannst du das abheften in Ordner, ne? So einen Aktenordner. Und dann schiebst du das ins Regal und damit ist das wie ein Brief, der da irgendwie eingegangen ist. Und da hat man sich irgendwie lange Zeit, hat man sich damit so zufrieden gegeben. Also warum, wenn du anguckst, also im Gesundheitswesen, das ist eine Sache, aber selbst bei Gerichten, ja, in deutschen Gerichten steht überall, stehen diese Faxe rum, ja, und die faxen halt wie die wilden Akten umher, ja, von einem Gericht zum anderen. Und wenn du überlegst, jetzt ist das Netz, du sagtest ja, ne, Fernmeldebereich, der wurde dann privatisiert, dann ganz normales Telefonnetz und so. Mittlerweile haben wir ja noch nicht mal ein eigenständiges Telefonnetz. Das Telefonnetz ist IP, all IP, ja, im überwiegenden Teil. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland jetzt noch richtige Telefonanschlüsse haben, aber ich glaube, das ist ein 10%-Bereich, keine Ahnung. Also ich habe zumindest, soweit ich mich jetzt hier so in dem neuen Haus dran erinnern kann, einen ganz normalen All-IP-Anschluss. Ja. Das heißt, das läuft noch nicht mal mehr über ein Telefonnetz, ein separates, sondern das läuft über das Internet. Ja. Ja. Und wie gesagt, dieses Absurde, weil eigentlich hätten ja die Leute das schon merken müssen, weil aus Kostengründen war das ja dann häufig Thermopapier mit diesen Rollen. Ja, ganz am Anfang, ja. Papier und ja, das war ja dann auch schon nach ein paar Wochen ausgeblichen. Konntest genau. Du nichts mehr lesen. Also schon da hätte man sich überlegen müssen, das ist nicht so einfach. Also ich kenne Bereiche, auch Behörden, die haben quasi ein Fax erhalten, haben das Fax dann wiederum kopiert, um es auf einem anderen Papier genau, zu haben. Normales Papier zu kriegen. Um es dort wieder abzuheften. Ja. Und das sind so Sachen, das ist, glaube ich, eins dieser Digitalisierungsprobleme, dass sowas, weiß ich nicht, zu tief in den Köpfen steckt oder nie weitergedacht wurde oder entwickelt wurde, weil zum Beispiel so Digitalisierungsprojekte, die ich ab und zu mitkriege, ne, die gehen ja nicht hinüber hinaus. Ne? Die sind genauso schlecht wie dieser Gedanke, ich habe ein Thermopapier, mache mal eine Kopie davon und heft dann die wieder ab. Eigentlich muss man, wenn man über Digitales nachdenkt, halt nachdenken über, was ist auf den jetzigen Stand der Technik das Sinnvolle und das Machbare. Und vorhin hast du schon ein paar Sachen angesprochen, bei dem Thema zum Beispiel Bildübertragung oder Informationsübertragung. Sozusagen, woher weiß ich, von wem kommt die Nachricht? Dafür gibt es kryptografische Methoden, um das nachzuweisen. Dann, wie kann ich Kommunikation schützen? Da ist das Stichwort, das steht, glaube ich, auch in dem Artikel drin, wo es hier vom hessischen Datenschutzbeauftragten kommt. Ende-zu-Ende-Sicherheit, ja. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wie kann gewährleistet werden oder kann mein Gerät anzeigen, dass die Nachricht noch in dem Zustand ist, wie sie quasi vom Absender kam. Und daran muss man sich eigentlich schon immer messen. Und dem hat eigentlich Fax noch nie genügt, ne? Noch nie, ja. Das geht schon damit los. Ich kenne ganz früh, weil du das auch gerade sagtest, mit dem Thermopapier, da konnte ich mich ja fast schon gar nicht mehr dran erinnern, das stimmt. Also das fing dann so Ende der 80er Jahre, ging das dann los, dass normale Drucker genommen wurden. Also die Druckeinheit dann ganz normale Drucker waren, Laserdrucker oder eben Tintenstrahldrucker, statt dieses Thermopapier. Hat ja auch ewig gedauert, bis das dann mal soweit war.
Aber auch da genau diese Problematik, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da, also wenn du in manches Archiv gehst, in so irgendwelchen Behörden und da ganz alte Ordner rausziehst, von weiß ich nicht, von 90ern oder so, dass du da auch 80er, 90er, dass du da tatsächlich noch Zeug findest, wo Thermopapier drin hängt und alles schwarz ist, ja, wo du gar nichts mehr lesen kannst. Genau. Also würde mich nicht wundern. Ja, und eben genau wie du sagst, ne, dass eigentlich das Ganze von vornherein schon überhaupt nicht den Anforderungen genügt hat, die man eigentlich daran haben hätte, haben müssen, ja. Und dass es dadurch, dass das, ja, ich sage jetzt mal, sich in der Zeit halt auch gewandelt hat, was Netzwerk unten drunter angeht, was Einbettung in Systeme angeht. Also jetzt sprich eben kein Telefonnetz mehr, wo mit Modemtönen, also praktisch über Frequenzmodulation Digitales übertragen wird, vollkommen unverschlüsselt, jetzt eben auch über praktisch IP-Netze in Internet letztendlich auch abgefangen werden kann und dann auch dekodiert werden kann. Also die Technik ist ja so weit, dass du dir heute so ein, sag jetzt mal so einen Mitschnitt, einen akustischen Mitschnitt von so einer Faxübertragung hernehmen kannst und das zum Rekonstruieren dann so aufbereitest, dass du es wieder ausdrucken kannst. Ja. Also das klar war das in den 80er, 90ern fast unmöglich, also ein riesen technischer Aufwand, den natürlich keiner getrieben hat. Mittlerweile ist das halt einfach, das machst du mit einem Laptop auf dem Schoß irgendwo, ja, schneidest das mit, rein theoretisch kannst du das dann halt mit bisschen Bastel, Hardware-Bastelei alles selber bauen, ja, für wenig Geld. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. So der ganze Kontext hat sich natürlich auch insgesamt geändert, ne? Ja, und jahrelang wurde so getan, als wenn es eigentlich kein Problem wäre. Ne? Und jetzt durch die Pandemie ist das natürlich wieder ein bisschen hochgekommen. Wir machen auf der einen Seite ja Datenschutz als wichtigen Punkt, gerade bei so Sachen wie der Corona-Warn-App oder auch eben nicht sauber umgesetzt bei anderen Programmen, die es da am Markt gibt, die da eingesetzt wurden. Und auf der anderen Seite benutzen Ärzte und Apotheken und das Gesundheitsamt halt noch sowas wie Faxgeräte. Genau, das ist echt, ja, erschreckend. Immerhin geht jetzt ja die hessische Datenschutzbehörde mit gutem Beispiel voran. Die haben jetzt alle Faxnummern, die sie irgendwo hatten, auf Briefköpfen und so weiter, alles getilgt. Das heißt, die werden nicht mehr angegeben. Der Artikel lässt aber offen, ob sie noch Faxgeräte betreiben. Ich vermute schon. Ja, klar. Die werden weiterhin. Hier, ich hab mich extra in Vorbereitung von heute Abend mal so ein bisschen umgetan, geguckt, was es da so noch gibt. Das ist schon noch ein Markt, ja. Also du kannst so für 250 bis 2000 Euro kannst du dir Faxgeräte nagelneu kaufen. Das ist nicht so, dass du da nur bei eBay irgendwas Gebrauchtes kaufen musst, ne? Und da gibt's mittlerweile die dollsten integrativen Maßnahmen technisch. Wie kriegst du die jetzt zum Beispiel an einen Router angeschlossen, der keine Telefonbuchse mehr hat? Also das wird technisch weiterentwickelt, Alter. Das ist nicht so, dass das irgendwie keinen mehr interessiert, ne? Also, ja, das scheint noch ein Markt zu sein, wo man Geld verdienen kann. Und Hammer. Wie bei Digitalkopie, vor allem bei Textwandlung, wird da wahrscheinlich dasselbe Problem da sein, dass sich auch ab und zu mal Zahlen ändern. Ja, klar. Das heißt, wenn du hier Tabellen einscannst. Bei der Börse wird es auch, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Also zumindest Fernschreiber waren da noch sehr lange im Gebrauch. Ja, Fernschreiber hatten ja das Problem noch nicht. Aber das wir eben, ja. Aber da waren, also Fernschreiber hat halt auch, ich glaube, das Fernschreibnetz ist 2007 beerdigt worden in Deutschland. Also das eigenständige Fernschreibnetz ist in Deutschland offiziell 2007 beerdigt worden. Gibt jetzt noch so einen Hobbybetrieb von ein paar Freaks, die da so ein bisschen was machen. Aber es gibt immer noch Länder, wo Fernschreiber halt schon auch noch benutzt werden. Und bis 2007 wurden die in der Börse, überall, wo du verbindliche Schreiben gebraucht hast, wurden die schon benutzt. Aber was haben die nach 2007 gemacht? Da haben die Faxe angesetzt. Was sollen die sonst machen? Ja. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich. Oder einer hat eine tolle Software geschrieben, die Fernschreiber emuliert oder so. Keine Ahnung. Hoffentlich. Mit einem schönen verschlüsselten Tunnel irgendwie dann übers Internet sendet, ja. Könnte man ja so machen. An, im Großhandel und Einzelhandel, also sozusagen jetzt hinterm Endkunden, würde ich mal sagen, da ist Fax wahrscheinlich auch noch ein sehr, jetzt wollte ich sagen, übles auf jeden Fall
übliches Gerät, um hier Bestellungen und solche Sachen zu machen. Ich nehme an, da haben sich halt Firmen in den 80ern eingedeckt und die arbeiten noch mit derselben Technik. Und ja. die lassen dann irgendjemanden kommen, der das wieder irgendwie zurechtbiegt, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder kriegen die also Panik? Also mein Drucker, der auch kopieren konnte, ne? Der, wie lange habe ich den schon? Den habe ich auch schon ewig. Der hatte noch so eine Option, da konntest du faxen mit. Also per Software. Ne? Da konntest du dann irgendwie Schnittstelle an Rechner, einen Rechner anschließen und konntest dann irgendwie per Software mit dem Drucker dann auch faxen. Ja, also der hat ja einen Kopierer oben drauf gehabt. Und also im Prinzip technisch ist das ja jetzt nicht das Riesenproblem. Ne? Ja, ich meine, wie der Fritzbox aber mittlerweile gibt hat die Software gar nicht mehr. Im Betriebssystem eingebaut eine elektronische Echt? Faxfunktion. Die dir das dann sozusagen umsetzt in beide Richtungen. Ist ja cool. Der stellt dir quasi auch noch, oder? Ein Fax als E-Mail zu, oder du kannst dann quasi über die Fritzbox raus faxen. Ja. Direkt auf den Faxanschluss. Und es gab ja auch noch so Funktionen. Ich glaube, manche Mail-Provider haben das noch eingebaut und die verlangen mittlerweile, ich glaube, bis zu einem Euro pro Fax. Ja, das heißt, gut, wenn du kein Faxgerät hast und dann musst du hier... Ja. Bestimmte du hast Dinge. Recht, bei Fritzbox kannst du den Telefonanschluss, also die haben ja neben noch diese Telefonbuchsen, ne, wo du den normalen Stecker da, diese Analogstecker reinstecken kannst, da kannst du tatsächlich konfigurieren, ob das ein Faxgerät ist oder ein Telefon. Das auf jeden Fall auch noch und umgekehrt halt auch diese Übersetzungsfunktion, dass du wirklich dir kein so ein Multifunktionsgerät kaufen brauchst, sondern das da drüber machst und auch aus der App dann Faxe verschicken. Also das kriegt man nicht so schnell los, glaube ich, befürchte ich. Das Fax wird uns nur eine Zeit lang schon klar, in bestimmten Bereichen hat es definitiv nichts zu suchen. Ne? Ja, die, definitiv. Punkt. Fertig. Brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Aber trotzdem erstaunlich, wie lange sich so eine, wann haben wir da das erste Mal drüber diskutiert? Das ist schon Jahrzehnte her, ja, im Prinzip. Also, ja. Unter Datenschützern war das schon lange klar. Ne? Und trotzdem, wie gesagt, ich hätte mir auch nie erträumen lassen, du hast ja oftmals in bestimmten Bereichen nicht unbedingt so den Zugang. Ne? Also jetzt Gesundheitswesen habe ich ein paar Sachen gemacht, aber nie auf dieser Ebene Arzt oder direkt in einer Apotheke oder so, direkt am Endpunkt, ja, sowas kannte ich bis dato eigentlich noch nicht. Und oder Gerichte, ja, das hätte ich mir nicht gedacht, dass da wirklich überall noch Faxe jeden Tag da schwer im Einsatz sind und eben auch wirklich kritische Informationen drüber gehen. Ja. Das ist echt. Ja. Also nicht die Pizzabestellung, ne? Ja, und natürlich ein, was auch für diesen Mythos gesorgt hat, war dieser Sendebericht, ne? Weil du wusstest ja nicht, ist es rausgegangen oder nicht, ne? Dann kam hinterher ein Sendebericht raus. Das heißt, das Faxgerät hat dir dann auch auf Papier ausgedruckt, dass es jetzt das getan hat, was du wolltest. Und die High-End-Faxe, so erinnere ich mich jetzt so spontan, ich glaube, die hatten ja dann auch, die haben dann eine verkleinerte Version des Fax, um das auf eine Seite zu kriegen. Da war das Sendeprotokoll. Das ist und dann wurde es in verkleinerter Version dann auch mit reingebaut. Und ich meine, es war Teil von Windows, weiß nicht was. Windows 3.11 hat, glaube ich, Faxen gelernt dann. Ne? Und Windows XP war wahrscheinlich das weit verbreiteste Faxprogramm. Da gab es Faxprotokolle, da gab es auch Faxtreiber. Oh Gott, jetzt fällt mir das alles wieder ein. Ja. Das ist, ja, bis das überwunden ist, dauert noch. Naja. Aber ich habe als Abschluss vielleicht dann doch nochmal ganz kurz, also damit letztendlich heute natürlich mal das ein oder andere noch nachschlagen müssen, nachgucken müssen. Da ist natürlich mein Herz wieder aufgegangen, weil ich habe ja mal eine Zeit lang, ziemlich lange sogar, in einer Fernschreiber-Vermittlungsstelle gearbeitet, also jetzt nicht so ganz alt, ne? Nicht so mit Hebdrehwählern oder so, sondern es war schon ein Computer, der das gemacht hat, so ein Prozessrechner, war in den 80ern und dann habe ich mir natürlich so Fernschreiber nochmal, ne, heute so angeguckt, so im Vergleich, ne, so wie war die Technik und so, und da ist mir natürlich das Herz aufgegangen, ne, weil dann kommt dir so aus dem natürlich die gesprungen, dann ist wieder, erinnerst dich an deine alte Wirkungsstätte Arbeit. Und was mir da positiv aufgefallen ist, ist genau diese Hobby-Kiste. Ich habe den Link auch schon in die Shownotes reingemacht, nämlich mit einer kurzen Zusammenfassung, was eigentlich Fernschreiben ist.
so Grundlagen, so ist auf einer Seite wirklich schnell zu lesen, da hat man es verstanden, glaube ich. Und zwar nennt sich das iTelex. Telex ist das Fernschreibnetz gewesen, so hieß das bei der Telekom damals. Und iTelex ist halt, wie gesagt, so ein Hobby-Programmchen. Da gibt es halt Hardware, die dann den ganzen Netzwerkkram praktisch emuliert, ne? Diese ganze Vermittlungstechnik emuliert. Und du kannst dann eben daran verschiedenste alte Fernschreiber anschließen. Und jetzt habe ich schon auf eBay geguckt, ne? So einen schönen alten T1000 von Siemens kriegst du für 300 knapp. die Karten hier. Ja, ich sag jetzt mal, für vielleicht nochmal 200 hättest du dann einen kompletten Telex-Anschluss zu Hause. Das wäre schon nochmal was. Und es gibt hier noch, was soll das hier? Teilnehmer? Es gibt Leute, also hier allein in Deutschland sind schon einige, also so ein paar hundert Leute, die da Fernschreiber in der Ecke stehen. Also was mich auch wieder so fasziniert, weil das geht dann, hast du ja auch nicht so im Kopf, ne? Das Fernschreiben war ja nicht nur ein Fernschreiben, also dass du auf deinem Platz, jetzt sagen wir mal in Frankfurt was schreibst und in Tokio kommt es an oder so, sondern auch Sofortschreiben. Ja, also es war ein Sofortschreiben. Das heißt, das, was du geschrieben hast und gesendet hast, wurde auch sofort abgedruckt. Die Dinger, die waren also 24 Stunden rund um die Uhr an. Ne? Also die mussten auch an sein. Und im Prinzip haben die das dann halt ausgedruckt. Da gab es auch Möglichkeiten, das zu speichern über so Lochstreifen, dass du es wiederverwenden kannst und schön abheften kannst und so. Aber was halt toll war, es war ein Dienst, der ohne, dass da ein Operator, also irgendein Bediener oder Bedienerin vor dem Gerät sitzen musste und du konntest da nachts dein Zeug schicken oder tagsüber und dann durch die Zeitversetzung dann halt irgendwann nachts irgendwo rausgekommen ist. Und es war, wie gesagt, ja, wie ein Einschreiben, was du geschickt hast. Also es hat auch so gegolten. Das fand ich schon, ist schon faszinierend. Ja, ja, war besser als Max. Aber ja, also absolut. Aber wie gesagt, da letztendlich von der Idee her kommt es ja daher. Ne? Fand ich deswegen halt mal wieder ganz interessant. Aber nee, was halt lustig ist, dieses iTelex da. Ich werde mir das mal antun. Auf dem nächsten Chaos Communication Kongress wird es bestimmt wieder eine Truppe geben, die was aufbaut. Da werde ich mir das mal wieder angucken, wo wir bei dem kleinen Thema sind. 40 Jahre CCC, ne? Haben wir auch das letzte Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt. Der Chaos Computer Club ist 40 Jahre alt geworden. Gibt es ein schönes Video im Netz. Kann man sich mal angucken. 42 Leute haben gratuliert. Fand ich auch ganz lustig. Ja, so geht die Zeit rum, ne? 40 Jahre Computer Club und wie lange ist das jetzt her mit dem Fax? 79, ja. Ne? Schon ein paar Jährchen davor, aber auch die Zeit. Ne? Jo. Naja, und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Ganz genau. Bis in dem Sinne. Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.